Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin dein Drechsel-Coach Patrick und drechsle bereits seit vielen Jahren. Auf diesem Kanal werde ich dir viele hilfreiche Tipps und Tricks geben, wie du deine Fähigkeiten verbessern und noch kreativer werden kannst. Also worauf wartest du noch? Lass uns die Freude am Drechseln entdecken. Heute erfährst du von mir, welche Hilfsmittel du für das Schärfen benötigst, wie du deine Drechseleisen richtig schärfst und wieso das richtige Schärfen so wichtig ist. Also bleibe unbedingt bis zum Ende dran, damit du keine Tipps und Tricks versäumst. Wieso mache ich ein Video über das Schärfen der Drechseleisen? Und warum mache ich es noch vor einem Video, in welchem ich dir zeige, wie du die Drechseleisen richtig anwenden kannst? Das ist ganz einfach erklärt. Das richtige Schärfen der Drechseleisen ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Und wenn du Drechseleisen neu kaufst, sind diese bereits je nach Qualitätsstufe und Preis vorgeschliffen, aber noch nicht scharf und somit auch noch nicht für das Drechseln bereit. Ein Sicherheitshinweis muss vorab auch noch sein. Trage beim Arbeiten am Doppelschleifer immer eine Schutzbrille und einen Gehörschutz, lege deinen Schmuck ab und binde deine Haare zusammen und Handschuhe haben an sich drehenden Maschinen auch nichts verloren. Zur Grundausstattung gehört ein langsam drehender Doppelschleifer mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von ca. 1500 Umdrehungen per Minute. Durch die langsame Geschwindigkeit verringerst du die Gefahr, dass deine Drechseleisen überhitzen. Des Weiteren empfehle ich dir, eine der mitgelieferten Schleifscheiben gegen eine CBN-Scheibe zu tauschen. Diese haben 3 große Vorteile. Sie sorgen für ein kühleres und funkenärmeres Schleifen, nutzen sich nur sehr, sehr langsam ab und bekommen keine Riefen. Wichtig zu beachten beim Schleifen auf CBN-Scheiben ist, nur mit ganz, ganz wenig Druck zu schleifen. Dann empfehle ich dir eine Schärfvorrichtung dazu. Diese hilft dir, immer den korrekten Winkel beim Schleifen zu erreichen. Genaueres dazu gleich beim Schärfen der einzelnen Eisen. Als letzten Schritt ziehst du die Drechseleisen noch mit einer CBN-Schleifplatte und ein paar Tropfen Gleitflüssigkeit ab. Dies entfernt den Grat und sorgt für die perfekte Schärfe. Noch ein kleiner Tipp dazu. Während des Drechselns ist es nicht immer gleich notwendig, das Eisen komplett neu zu schleifen. Versuche zuerst einmal, das Eisen mit der Schleifplatte ein paar Mal abzuziehen. Du wirst sehen, in vielen Fällen hilft dies. Ein Tipp zum Schärfen. Um zu erkennen, ob du den richtigen Winkel getroffen hast, empfehle ich dir, die Schneide mit einem Edding anzumalen. Dann siehst du sofort, wo du bereits Material abgetragen hast und wo nicht. Du hast dir eine Schärfhilfe gekauft und weißt nun nicht, wie du sie einstellen sollst? Ich zeige es dir an meiner Schärfhilfe. Bei anderen Schleifhilfen anderer Hersteller kann dies abweichen. Diese Schärfhilfe hat ein feststellbares Drehgelenk mit Zahlen darauf. Für Schrupp und Formröhren stellst du die Markierung auf die 5 und ziehst die Schraube fest. Dann kannst du die Röhre bereits in die Vorrichtung hineinstecken. Jedoch wie tief und wie herum? Die Vertiefung der Röhre gehört nach oben in Richtung der Feststellschraube. Die Röhre sollte ca. 6 cm aus der Vorrichtung hinausstehen. Dies gilt allerdings nur für Röhren von 8 bis 25 mm Breite. Dann steckst du die Vorrichtung in das dafür vorgesehene Loch in der Grundeinheit. Und schon kannst du alle deine Schrupp- und Formröhren schärfen. Achte darauf, dass die Flanken an beiden Seiten gleich lang sind. Yeah.
Wenn du an der Oberseite überall herum einen gleichmäßigen Grat fühlen kannst, dann bist du fertig. Dann noch schnell die Unterseite mit der CBN-Schleifplatte abziehen und die Röhre ist wieder perfekt geschärft. Kommen wir nun zum Schärfen des Meißels. Auch bei diesem färbst du die Schneide wieder mit einem Edding ein. Um den Meißel zu schärfen, nutzt du die Platte mit der Nut und das beigelegte Dreieck. Du legst den Meißel an der Dreiecksplatte an und schaust von der Seite, ob dieser vollständig auf der Schleifscheibe aufliegt. Wenn dies der Fall ist, drehst du die Scheibe einmal von Hand und kontrollierst, ob der Edding vollflächig abgetragen wird. Wenn ja, kannst du die Maschine einschalten. Schleife immer gleichmäßig beide Seiten und ziehe den Meißel dabei immer von links nach rechts langsam mit sanftem Druck auf der Scheibe hin und her. Wenn beide Flanken geschliffen sind und gleich lang, dann kannst du auch den Meißel mit der Schleifplatte abziehen. Und schon ist auch der Meißel wieder einsatzbereit für deine nächste Drechselarbeit. Bitte beachte, diese Anleitung gilt für den im Video gezeigten Flachmeißel, nicht für Ovalmeißel. Und der Winkel des Meißels sollte ca. 40 Grad betragen. Den Schaber und den Abstechstahl zu schärfen, gehört zu den leichteren Aufgaben. Daher werde ich diesen Abschnitt eher kurz halten. Der Schaber wird auf der Platte so aufgelegt, dass die Schneide vollständig an der Schleifscheibe anliegt und schon kannst du losschärfen. Um den rechten Winkel der Schneide zu erhalten, würde ich den der Schleifhilfe beigelegten Block verwenden. Auch der Schaber wird wieder einmal kurz mit der Schleifplatte abgezogen. Den Abstechstahl kannst du freihändig schleifen, aber auch hier will ich dir wieder raten, den beigelegten Block zum Erhalt des Winkels zu verwenden. Für die Schalenröhren wird der rechteckige mit einer V-Nut versehene Block eingesetzt. In diesen legst du die Schalenröhre ein und drehst diese ein paar Mal von der linken Flanke bis zur Mitte und ein paar Mal von der rechten Flanke bis zur Mitte.
Sobald du auch bei der Schalenröhre ringsherum einen Grat fühlen kannst, ist diese fertig geschärft. Dann folgt noch das bereits bekannte Abziehen mit der Schärfplatte. So, wir sind nun am Ende des Videos zum Thema Schärfen deiner Drechseleisen angekommen und ich muss dir noch einen wichtigen Hinweis mitgeben. Achte beim Schärfen darauf, dass dein Doppelschleifer nicht überhitzt, dadurch werden die Lager geschädigt und du hast nicht lange Freude an diesem Gerät. Kommen wir zum Fazit. Was hast du in diesem Video nun alles von mir gelernt? Welche Hilfsmittel du für das Schärfen benötigst und wie du deine Röhren, den Meißel, den Abstechstahl und den Schaber richtig schärfst? Du hast noch Fragen? Schreib sie mir gerne in die Kommentare und ich werde sie dir beantworten. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr konntet etwas Neues über das Thema Drechseln lernen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meine Arbeit unterstützen würdet, indem ihr dieses Video liked und meinen Kanal abonniert, damit ihr auch kein neues Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen und eure Unterstützung.